Hallo, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich meine iQuest reinige. Das ist ja dieses Gerät von Philip Morris und die muss man zwischendurch immer mal reinigen. Dafür gibt es auch diese Wattepads, diese Reinigungsstäbchen von Philip Morris, die kann man immer wieder nachkaufen. Aber das ist auf Dauer recht teuer und man hat hier diese kleinen Bürsten. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Also ich ziehe das halt ab. Dann haben wir dieses Teil hier, ne, die oberste Kappe. Ich nehme nicht diese Stäbchen, weil mir das auf Dauer zu teuer ist. Ich habe mir hier einfach 70%igen Alkohol aus der Apotheke geholt. Das kostet ungefähr 4 Euro, sind 100 Milliliter und damit kommt man natürlich ewig hin. So, dann, wie gesagt, nehme ich diesen Alkohol. Nehme ganz normale Wattepads. Jetzt brauche ich mal kurz ein Tuch. Moment. So. Und ja, also man kann jetzt erstmal mit diesem Bürstchen das reinigen vorweg. Also man muss das hier so rein, ein bisschen hin und her drehen. Wie man sieht, meine ist wirklich sehr, sehr, sehr verdreckt. Ich habe sie jetzt auch ewig nicht mehr sauber gemacht. Nochmal ein bisschen rauf und runter und hin und her. So, sie ist natürlich innen drin immer noch schwarz. Und dafür nehme ich jetzt die Stäbchen. Nehme ein paar Tropfen Alkohol auf das Stäbchen. Also das ist ja nicht schlimm, weil das verfliegt ja genauso schnell wie das an. Ich denke mal, hier ist ja nichts anderes drin. So, und dann gehe ich hier rein, links und rechts. Also immer an diesen mittleren Heizstab oder auch mal reihrund. Und wie man sieht, kommt da genauso viel Dreck raus, als wenn ich diese Stäbchen nehme. Das mache ich jetzt ein paar Mal. So. Ne, also es sieht schon ziemlich heftig aus. Und ich meine, das atmen wir trotz alledem ein. Ne? So. Noch ein paar Tröpfchen. Ein bisschen abstreifen und mache das. So lange, bis dieses Stäbchen. Also es geht wirklich wunderbar. Einfach innen drin an. Huch, jetzt habe ich es eingeschaltet. an diesen Heizstab immer wieder mal lang gehen, weil da setzt sich das alles so schön fest und dann so reihrund drin rumreiben. So, das Stäbchen ist schon mal hin. Ein neues. Wie gesagt, also das ist ein Witz, ne? 100 Milliliter Alkohol. Schadet dem Gerät übrigens überhaupt nicht. Ich mache das immer so. Es funktioniert trotz alledem und Alkohol verfliegt. Also ihr atmet das dann natürlich nicht mit ein. Ihr schmeckt auch nicht, dass es dieses Alkohol, diesen Alkohol. Ja, sorry, ich quark immer so ein Blödsinn, weil ich rede ja eigentlich hier mit mir selber. Ne? So, mache ich das hier nochmal reihrund ein bisschen sauber. Es ist immer noch ganz schön schwarz. Wie gesagt, er ist sehr verdreckt. Und dann mache ich das jetzt noch einmal und dann hat man das Gröbste auch weg. Es ist nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang. So, hier nochmal ein bisschen. Ihr seht es ja auch, wie es innen drin aussieht. Ne? Sollte schon ein bisschen. Huch! Das ist wieder Vorführeffekt. Also ein bisschen weicher sein. Also es sieht heller sein innen drin. Hier nochmal außen und dann ist auch alles wieder in Ordnung. Also man kann es leider nicht sehen, weil es ist bei mir hier leider sehr dunkel. Aber innen drin sieht sie jetzt wieder gut aus. So, dann haben wir diesen Heizstab hier was schon gereinigt und dann müssen wir natürlich das hier reinigen. So, und da geht es nämlich schon los. Mit dieser Bürste komme ich da gar nicht ran. Da komme ich zwar von der Seite ein bisschen ran, damit geht gar nichts. Dann nehme ich das andere Teil, da ist auch so eine kleine Bürste, komme ich auch nicht bis zum Rand. Und auf der Seite natürlich auch nicht. Also wie reinige ich das? Ja, genau das Gleiche. Ich nehme erstmal wieder ein bisschen Wattepad mit Wattestäbchen meine ich, mit Alkohol. Gehe auch hier rein. Ein bisschen auch reiben, weil es setzt sich alles unten schön fest, wie man unschwer erkennen kann. Nur wenn man das nicht reinigen kann, dann dampft das Ding auch irgendwann nicht mehr so gut. Ich meine, das tut es eh nicht, aber so. Alles so schön auch auf der Seite
Ne, alles schön sauber machen. So, weil ich aber der Meinung bin, das kommt alles dann nicht so gut raus, nehme ich immer einfach so einen kleinen Wasserbecher und zack. Da ist jetzt nur Wasser drin und ein bisschen Spüli. Ja, und dann spüle ich das da, lasse ich es einen Augenblick drin liegen. Und ja, spüle es im Endeffekt aus. Und dann ist das auch alles wirklich richtig schön sauber. So, das war das. Dann nehme ich nochmal klares Wasser. Pluff. Und auch hier spüle ich einmal Glucker, Glucker, alles durch. So, und dann ist das im Endeffekt schon alles wieder sauber. Mal abtrocknen. So, das mal zur Seite. Dann gehe ich einfach mit dem Tuch hier so rein. Ja. Und dann von der anderen Seite auch. Also einfach hier so ein bisschen spitz machen. Und dann hier nochmal rein. So, und dann ist alles wieder picobello sauber. Kann ich es wieder zusammenstecken. Kann mein Heat, oder wie das Ding heißt, wieder rein und kann dann wieder schön dampfen. Das heißt, dann habe ich wieder ordentlich Dampf, weil wenn man das eine ganze Zeit nicht macht, kommt da auch nicht mehr so viel raus. Und da es ja eh schon recht wenig ist, muss man es leider zwischendurch mal reinigen. Ja, mehr ist das gar nicht. Wie gesagt, man braucht nichts außer Alkohol, außer Apotheke gekauft, 100 Milliliter, kosten ungefähr 4 Euro. Ne, so heißt das Ganze. Ach so, muss ich da. Da könnt ihr euch das eventuell abschreiben. Das ist 70%iger Alkohol im Endeffekt. Also da kann überhaupt nichts passieren. Also eigentlich ist es Desinfektionsmittel. Ja, und dann halt noch Wattestäbchen und das war's. So leicht ist eine Eikost zu reinigen. Und ansonsten, ja, das Ladegerät einfach mit dem Tuch mal abwischen. Das kann man natürlich nicht so reinigen, braucht man ja auch gar nicht. Ne? Und ja, das war alles, was ich dazu sagen. Ich wollte es einfach nur mal zeigen, dass man nicht unbedingt diese super teuren Stäbchen, weil damit kommt man überhaupt nicht weiter. Da ist so wenig Watte dran. Wenn man das Ding dann wieder sauber hat, hat man einige davon verbraucht. Die brauchen wir eigentlich nicht. Das war's, meine Freunde. Schaut auch gerne auch mal mein anderes Video an, wie man online Geld verdienen kann. Das seht ihr in meinem Kanal. Ich habe hier nicht so viele Videos, es ist nur zwei. Das ist das zweite. Deswegen rede ich auch nicht hier wie so ein Profi. Aber schaut euch das mal an, weil wenn man online bestellt und dann Cashback bekommen kann, also da ist kein Haken dran, ja, schaut euch das an und vielleicht macht ihr damit. Das war's für heute. Ein wunderschönes Wochenende.